Und da sind wir wieder zurück hier bei Evoland 2 mit John. Der John ist nach wie vor dabei und natürlich wichtiger Bestandteil dieses Projektes. Naja, mehr oder weniger. Und ich bin auch dabei, Chris, yay. Und wir sind jetzt hier mitten im Turnier, haben schon 4 Klöppis besiegt. 2 fehlen noch, plus Endboss. Und dann haben wir auch das letzte Fragment. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier, wer muss noch. Seid ihr zum Duell bereit? Ja, okay, los. Gut, 72, machbar. Boah, guck mal, der hat einen Blitz. Ein Blitz und irgendein Kreis. Okay, naja, erstmal sammeln. Und diese geile Mucke wieder, ey. Alter, irgendwie ein bisschen an Karneval. Ist ja, nicht irgendwie so ein bisschen hast du recht. So, guck mal, dieses mal schön mitklatschen. Das ist ja dieses. Ein Zusatzzug haben wir auch noch. Machen wir gleich nochmal hier in die Fresse rein. Guck mal, da ist ein Blitz und ein Autoreifen. Also ist das Lightning McQueen, Alter. Wow, Cars 3, Junge. So, okay, jetzt brauchen wir mal langsam hier Grüne oder irgendwas wieder. Oh, jetzt hat er uns die weggeschnappt. Oh, ich bin mal gespannt, was die Sonne da, der kann seine Fähigkeit einsetzen. Grün und Blau. Aus dem Energiediskus oder so, mal gucken. Greifen wir erstmal mal an hier. Bam! 6000 Asche. Statische Ladung. Und? Wie sieht der aus? Noch gar nicht. Sieht noch gar nicht aus. Was ist denn das jetzt? Ist irgendwas passiert, oder? Nee. Das ist wie so Blau haben wir gerade gar nicht am Start. Gut, dann sammeln wir noch ein bisschen rote. Grün, ey. Hä? Naja, keine Ahnung, was das heißt. Wir werden es wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Immer angreifen und sammeln. Da kannst du eh nicht machen. Geld könntest du nehmen. Also wenn... Ja. Geld ist nicht so wichtig, ne? Gewitter. Okay, 19. Ist das alles, oder was? Das scheint alles zu sein. Aber da hat er die statische Ladung gar nichts gebracht. Weil Gewitter hat er jetzt extra eingesetzt. Gewitter ist der Blitz. Ja, vielleicht ist das einfach nur so ein Ding, was 2 Runden braucht oder so. Ja, aber haben wir irgendwann mal Schaden gekriegt? Nee, na, er lädt eh eine Runde, so wie Solarstrahl, wisst ihr? Und dann, nee, kann nicht sein, weil er hat den Blitz gerade eingesetzt. Extra. Der war hell. Ja, bin ich der Meinung, was er da gesagt hat. Was weiß ich, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal blaue hier nehmen. Das ist schon mal schön. Oder du hast recht. Du hast recht. Der hat die noch nicht eingesetzt. Können wir jetzt hier irgendwo mal grüne, sag mal? Grün ist echt. Grün ist zurzeit echt. Very rare. Gut. Na, dann kriegt er erstmal in die Schnauze, würde ich sagen. Bam! Bam! Ach, cool, wir können sogar nochmal mit Nord. Ja, so geht's natürlich hoch. Statische Ladung. Weißt du, was du machen könntest mit Nord? Erstmal grün. Wenn grün Probleme hat, könntest du einfach auch ein Quadrat aussuchen, wo viel grün drin ist. Weil du musst, dann machst du zwar keinen Schaden, aber du weißt, was ich meine. Ja, I see. Nimmt er das jetzt als... Nee, nimmt er nicht. Nee, Eis okay. Nimmt er irgendwie nicht. Eis ist leer. Ja, das muss halt beim Runterfallen dann irgendwie eine Kombo ergeben. Das hab ich vorhin auch schon gesagt. Mhm. Die Musik, ey. Die geht so richtig, die geht nicht nur ins Ohr, die geht ins Gehirn, Mann. Ja, die bleibt da, so die richtig, macht wow. Richtig Dinge kaputt. In ja, bist du denn... Wollen wir das einfach mal machen, ne? Ja, geil. Sehr, sehr geil. Ach, der ist ja schon wieder down, geil. Ja, gar nicht aufgepasst, Junge. Gut, na, dann machen wir mit Annika hier nochmal ein schönes Brünnchen. Ja, los. Bam. Geschlagen von einer Lady. Ich habe euch offenbar unterschätzt, ich gebe mich geschlagen. Naja, musst ja auch. Gut, einer noch und das wird wahrscheinlich der hier sein. Der Klöppi. So, der hat 76, ist auch alles easy. Was hat denn der für Fähigkeiten? Eis und Regen, okay. Ja, erstmal sammeln wieder. Der mit seinem Zusatzzug scheiße. Oh, grün. Wir kriegen grün. Oh, was macht der denn? Kriegen wir kein Grün mehr. Wie oft kann er denn noch? Ist doch egal, wir gewinnen, Mann. Lass nee, was ist das? Das ist schon mal unfair. Schon wieder ein Zusatzzug. Richt mal auf. Alter, Junge, komm erstmal an. So, jetzt geht grün. Ja, Mann. Boah, das war gewollt. Boah. Ja, man kann hier natürlich übelst mit Weitsicht und so arbeiten, ja. Aber... Oben Gott. Ist grün und sogar 4 nebeneinander. Wow, 4. Aber jetzt glaubt 10 eh mal 3. Nee, cool. Wow. Das ist sogar noch ein Zusatzzug, dann nutzen wir den doch mal, um auch ein bisschen... Blau hier abzufeixen. Das ist jetzt mal wieder. Ich bin kaputt, ich bin die Musik. Ich bin die Musik. So, und dann noch immer Yelp hier schön. Zack. Vor allem so, ich bin die Musik, so. Ja, ich bin das wahre Einzige. Crazy shit, Alter. Guten Angriff ist hier nicht möglich, dann würde ich sagen. Boah, machen wir erstmal Action.
Das ist nice. War wieder dumm, weil er die Fähigkeiten eh noch nicht einsetzen konnte, aber Hauptsache Schaden. Ja. Muss man ein bisschen mit Weitsicht arbeiten. Weitsicht nicht so gerne weit. So, zack. Boah, grün, richtig geil. Richtig viel grün nach war gewollt. Hab ich gesehen in der Alter. Ja, geil, wie das gewollt war. So, wir machen mal jetzt. Mach mal ein bisschen Geld. Ja, wir gewinnen eh. Nee, komm, werd mal übermütig. Jetzt macht er so. Ja, Leute. Du weißt, manchmal geht es ganz, ganz schnell. Super Ninja-Move. Richtig lustig werden, wenn eine Schildkröte der Gegner wäre. Oh, das stimmt, Alter. Die Riesenschildkröte. Ihr müsst zeigen, dass ihr cool seid. So, ich würde sagen, jetzt machen wir das Ding hier zu. Na? Ja, mach mit allen. Boah, Alter, jetzt hat es sogar geleckt, Alter. Das war so krass. Es leckt immer noch. Du bist ja süß. Du bist ja süß. Das ist einfach viel zu viel krasser Scheiß, der hier auf dem Bildschirm abgeht. Na los, mach jetzt. Finish him. Ist doch egal, welche Reihe. Nein. Ich will heilen. Göttliche Gegenwart. Ein hat er noch. Na dann lass mal noch Geld sammeln. Nö, na dann, hier komm. Bam. Warum leckt das jetzt so? Na, ist ja egal, wird schon gleich wieder aufhören. Jedenfalls haben wir jetzt alle down. Ihr habt mich besiegt. Oh, jetzt leckt das hier wirklich irgendwie, oder? Bin ich... Na, ein bisschen ruckeln ist schon... Ja, warte mal, ich geh mal raus. Hier nicht, ne? Hier glaube ich nicht, ne. Hier ist wieder cool. Das ist hier auch wieder cool. Alles klar. Ach, wer B's. Ja. So, wo ist jetzt der Boss? Wo wir uns angemeldet haben? Oder im... Oh, ich bin der Anmeldetyp. Ich bin der Boss. Na, wer soll denn der Boss sein? Seid ihr bereit zu einem Duell? Ist das der? Frag mal die anderen, gegen die du schon gekämpft hast. Ich glaube, man kann sich die Typis hier aussuchen. Wir brauchen ja nur 6. Also, ach, wahrscheinlich ist er hier der King. Solid Snail, hier! Die Welt ist ein Dorf. Naja, das kennen wir alle schon. Ja. Gut. Tja, wer ist hier der Obermotherfucker? Vor der Höhle der? Hast du den gerade schon angesprochen? Nee. Ich glaube, der ist das. Ihr habt mich schon geschlagen. Nee, wollen wir nicht. Nein. Wie ihr meint. Frag den mal hier. So, der hatte ja noch irgendwas gemeint. Was? Ihr habt tatsächlich all diese Krieger besiegt? Im Namen der großen Schildkröte könnt ihr unseren Boss herausfordern. Oh, die Arena ist frei. Wuhu, Giovanni. Schneemann oder was? What? Erstmal, hä? Wer? Keine Seele. Glaubt ihr, das könnte eine Falle sein? Nein, das glaube ich nicht. Wikinger sind zwar etwas ungehobelt, ihr Ehrgefühl scheint aber ziemlich ausgeprägt zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns in die Falle locken würden. Ich glaube, da habt ihr recht, Sari. Soweit ich verstehe, müssen sie im Kampf Mut und Tapferkeit unter Beweis stellen, um ewiges Leben zu erlangen. Ich mache mir Sorgen, was den Festlandbewohnern zustoßen wird, wenn die Wikinger ihren Tunnel fertigstellen und das Kaiserreich angreifen. Ich würde sagen, dass Angst und Sorge diesbezüglich nicht angebracht sind. Ach ja? Warum würdet ihr das sagen? Überleg doch mal, Annika. Die Wikinger werden in den Geschichtsbüchern nie erwähnt. Das deutet darauf hin, dass sie den Kontinent nie erreicht haben. Ach ja, stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Aber was ist dann mit ihnen geschehen? Ich habe da eine Theorie. Natürlich habe ich keine Beweise, um sie zu untermauern. Deshalb müsste ich die entsprechenden Dokumente und Relikte finden. Wenn ich aber recht habe, hat etwas eine plötzliche Schmelze des erstarrten Kontinents ausgelöst. Und worauf genau beruht diese These, Fräulein Sari? Ich habe euch nie erzählt, wie ich an mein Buch gelangt bin. Ust die Mucke, ust die Büsche, der jetzt abgeht. Das Buch, das mich meine Eiskraft benutzen lässt. Ach ja, ich muss zugeben, dass meine Neugierde geweckt ist. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Jedenfalls ist es extremst nützlich. Ich hätte auch gerne eins. Es wird das Buch von Boreas genannt. Neben den Zeitstein und dem Magischlüssel ist es eins der 3 legendären Magi-Artefakte. Harry Potter, 3 besondere. Es fiel mir bei meinen Forschungsarbeiten zu den Magi in der großen Bibliothek von Genua in die Hände. Ich konnte Teile davon übersetzen, deshalb kann ich etwas von seiner Kraft verwenden. Es steckt aber bestimmt noch viel mehr in ihm. Der Archivar Lago brachte das Buch nach seiner Südexpedition während des großen Krieges in die Bibliothek. Sein Bericht ist stimmig. Er muss es im Land der Wikinger gefunden haben. Verstehe, ist das... Verstehe ich das richtig? Die Tatsache, dass euer Buch diesen Ort verlassen hat, bringt das Eis zum Schmelzen? Das ist eine Möglichkeit.
Die Schmelze des erstarrten Kontinents ist ein langwieriger Vorgang. Wenn er aber mehrere Jahrhunderte lang anhält, könnte er zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen. Und die Welt würde fast vollständig unter Wasser stehen, mit nur ein paar Inseln, die herausragen. Das würde kaum etwas an der Zukunft meines Volkes ändern. Bis dann werden alle Dämonen verschwunden sein. John, ich weiß, dass ihr langwierige Dialoge öde findet und sie am liebsten überspringen würdet, aber wir diskutieren hier wichtige Angelegenheiten. Ey, das bin wirklich ich, Alter. Ja, Mann. Hört also gefälligst auf zu schnarchen. Ich glaube nicht, dass Solid Snail der Missetäter war, Fräulein Annika. Der Schneemann! Er schnarcht! Vor allem der Schneemann. Was? Hat mich jemand gerufen? Und sprechen kann er auch. Wer seid ihr? Ach so, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe meditiert, um mich für das bevorstehende Turnier zu sammeln, als ich eingedöst bin. Ihr seid wohl wegen des Duells hier, hä? Dann machen wir mal weiter. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin der Häuptling der Wikinger. Nennt mich ruhig John Schnee. Oh, Gott, ey. Shadaisy. Besonders... No nothing. Ja. Besonders zäh sieht er nicht aus, John. Dann wollen wir mal diesen Turnierpreis gewinnen. Ich hoffe nur, es ist das Fragment des Magischlüssels. Mein Vater hat mich gelehrt, dem Schein nicht zu trauen. Seid vorsichtig, dieser John Schnee ist zweifellos gefährlicher, als er aussieht. Ein Schneemann, der sprechen kann. Ich kann es gar nicht erwarten, dieses neue Rätsel genauer unter die Lupe zu nehmen. Okay, Mann. Okay, fight. Ich würde sagen, gucken wir, ob wir nochmal speichern können. Nee, schade. Guck mal, ob du in eine Truhe oder so reingucken kannst. Also der Raum ist ja groß. Also nochmal rein und umgucken. Da oben ist eine Truhe, die ist wahrscheinlich erst danach, wa? Ich vermute mal, ja. Oder eben einfach so. Okay, wir können sogar gegen ihn Karten spielen. Wollen wir das mal machen? Ja, komm. U30. Unbesiegbar. Ach komm, wir machen... Ah, geht ja. Mach alle weg. Ja, gut. Erstmal sammeln. Ist okay. Geht gerade nur so. Wenn wir jetzt einen Bär ziehen. Natürlich nicht. Aber du kannst für 7 den spielen. Den kannst du auch extra legen bei den... Oder leg den mal alleine irgendwo hin. Der muss den ja nicht besiegen. Naja, aber was weg ist, weg. Aber du hast schon recht. Ja, eigentlich... Eigentlich hätte man den hätten wir auch anders weggekriegt noch, weißt du, wie ich meine? Ja. Ah, wir haben auch einen Wikinger, siehst du? Aber der würde ich nicht in die gleiche Reihe spielen. So? Ja, so. Oder so. So ist auch gut. Das ist auch gut, ja. Ist doch schon mal was. Das ist schon mal etwas. Komm, bitte sei schwach. Naja, es geht. Ja, der Bär greift alle an, ne? Ah, ne. Ich weiß jetzt, warum der die hinteren nicht angreift. Bogenschützen greift er nicht an, weil er da nicht rankommt. Habe ich mir beim letzten Part aufgefallen, wo der, weil normalerweise greift er der Bär 2 an. Ich glaube, das macht er nur, wenn es Nahkämpfer sind. Boah, schade, fast tot, ey. So, Schleimi weg. Vielleicht jetzt noch, vielleicht jemanden vor den 5-1 erlegen, dass wir von hinten Schaden naja, machen. Naja, wir haben ja hier auch noch einen Bogen-Dings. Und leg den 1-2er davor. Ich würde das vielleicht so machen. Ja, komm. Dann mach halt so. Guck mal, ey, das geht. Das geht. Wir brauchen jetzt halt nur ein bisschen Mana. Ah, Mann, gut. Das war dumm von ihm. Der hätte den auch. Okay. Der hätte auch mit dem Mammut unseren jetzt besiegen können. Mammut kenne ich ja gar nicht. So... Den Dings oben hin auf jeden Fall, den Bär. Weil dann besiegt er den und lebt noch. Ja. Ich würde gerne aber auch ein bisschen an seine Dings ran, ne? Ja, aber Feldkontrolle ist immer wichtiger. Aber den kannst du wegen mir irgendwo hinten hinlegen. Oben oder unten ist egal. Machen wir mal so. Unten wäre aber cleverer gewesen, wahrscheinlich. Ja. Nö. Unbedingt. Naja, aber jetzt sind wir da unten wieder frei. Ah, okay. War doch ein Bogenschütze, da geht der Durchschlag, verstehe das nicht. Oh, den Siemer kriegen wir wieder nicht aufs Feld. Ja, verdammte Scheiße. Den sein 1-2er überlebt, sei denn wir spielen hinten den Bogenschützen. Er spielt den 3er unten oder oben. Ja, würde auch sagen, scheiß drauf. Ja.
Also der ist auf jeden Fall zu knacken. Jetzt haben wir nichts mehr auf dem Feld. Kriegen wir den Siemer zusammen? Ja. Na dann mach oben. Auf jeden Fall oben Schaden machen, ist jetzt wichtiger. Ja, der hat ja auch nicht mehr so viel Angriff. Und die haben beide eh nur ein Leben, die kriegen wir mit jedem Monster tot. Ja. Naja, je nachdem, was der jetzt noch spielt. Na okay, das ist easy. Das ist auch nur easy. Ja, das, wenn wir jetzt noch zwei Schaden ziehen, haben wir gewonnen. Musst du oben nur noch zwei Schaden spielen. Wenn oben sieben Schaden liegen, ist er tot. Mhm. Das ist ja wohl hin. Ja, ist egal wie. Dann machen wir so hier, zack. Ja. Zack, Daisy. What, Alter, krass. Wer hätte das gedacht? Ein 30er Downy kriegt. War doch klar. Schon wieder verloren. Hier, ihr verdient diese Karte. Schneemann. John Schnee, ja, tatsächlich. Cool. Nice. Gucken wir doch mal, was der kann. Naja, oh, sexy. Nicht schlecht. Cool, Alter, nice. Ja, jetzt machen wir hier richtig kämpfen. Also seid ihr zum Kampf bereit jetzt, oder was? Ja, jetzt mal richtig jetzt. Hier. So, okay. 160. Oh, guck mal, was der kann, Alter. 5. Oh. Hm. Ah, du machst das schon. Trink erstmal Bier. Okay. Aha, grün macht er, okay. Mhm. Mhm, aha, grün, ja. Mhm. Machen wir nochmal blau. Ich will erstmal sammeln. Ja, mach mal blau. Oh, fuck. Der wird hart. Der wird wirklich hart. Wow, 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 wow. Leute, Leute, beruhigt euch. Okay, der spielt mit Weitsicht, das ist ja unfair. Könnte das ganz normal angreifen einfach, ah, nur, ich aber weiß sammeln nicht. Ist wichtiger. Ich glaube, sammeln ist wirklich erstmal. Scheißegal, dann sammeln gelb. Alter, hält sich auch noch. Ja, das kann er jetzt ja... Wow, Leute. Jetzt macht er seinen Superzug Stärkung. Was passiert da? Keine Ahnung. Gar nicht wissen, ey. Rot haben wir noch gar nicht. Aber das ist wieder gute Musik. Das ist ja wieder, die wir kennen. Das ist ja nicht diese blöde Karnevalsmusik. Ja, ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Hey! Mr. Ungewollte Kombo, ey, der macht ja nur Kombos dazu. Ja, ja, ist ein kleiner Motherfucker. So, okay. Was? Sehr nice. Gut, das sieht doch mal gut aus, dann machen wir hier nochmal den. Und noch einen Zusatz. Immer mehr sammeln erstmal. Die Fähigkeiten können wir gar nicht so schnell einsetzen. Gelb oder was? Ja, wir könnten. Nein, die können wir nicht normal angreifen. Sammel doch. Das sieht dann gut aus, alles. Oh, Leute. Ist nur einer. Danke. So, haben wir hier irgendwo einen Zusatzzug oder sowas? Nee. Nope. Doch, hier. Gut. Mal angreifen geht nicht. Du kannst blau höchstens einsammeln. Ich würde noch einmal blau einsammeln und dann müssen wir aber loslegen. Ja. Ja. Boah, jetzt sind richtig viele rote für Not im Quadrat, Alter. Richtig gut, ja. Also pass auf, jetzt legen wir los. Mit Not. Fuck, jetzt hab ich auch, dass wir hier einen Zusatzzug rankriegen. Okay, wir fangen erstmal an mit Not. Machen wir mal den, ja? Jo. Boom, Junge, Meteor, der hätte schon tot sein müssen. Ganz ehrlich, Meteor gegen Schnee. Bitte dich. Obwohl. Guck mal mit. Was willst du machen? Kombos oder was? Ja, Zusatzzug, wenn es geht natürlich immer, aber geht gerade nicht. Geht, angreifen geht gerade nicht. Denn doch, halt, doch, unten ist Schwert. Ja, und, aber kein Vierer. Ja, okay, will jetzt erstmal. Kannst du nur angreifen. Baby-Attacken. Alles noch easy going. Okay, mach das selber gleich nochmal. Sanka. Wo sind die meisten Grünen, ne? Sind nur zwei immer, oder? Egal wo. Damn. Okay, wir kommen der Sache näher. Ja, das schaffen wir. Dauert nur lange, aber es ist gut, mehr Parts und so. Ja, 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 ja.
John, ich hab dir doch beim Briefing noch gesagt, du sollst es nicht immer so erwähnen. Offensichtlich. Naja, eben beim Briefing. Okay, wir bräuchten, was haben wir am wenigsten grün? Wie immer. Nee, wir machen trotzdem doch mal so. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Oh, Mann, hier, ey. Ja. Das wäre so schön. Frage. Macht das Play normal mit Not? Ja, dann mach aber jetzt mal grüner weg. Da die 3 zu. Könntet ihr machen. Warum? Ja, da haben wir noch 2 rote gleich dabei. Und blau und. Da hast du aber 3 grüne. Ja, ja, dann haben wir halt jetzt. Nee, komm. Reicht der aus. Okay. Na, guck mal, wie der am Abfacken ist, der Wichser. Ja, Schneemann halt, ne? Ja, ja. You know nothing, John Snow. Alter, echt mal. Rot, du könntest halt 4 im Quadrat, dann brauchst du ja 4 in der Reihe, ne? Mal so extra Angriff, oder? Ja. Oh, jetzt nimmt er Wichser den Zusatz zu wählen. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten einsetzen. Jetzt musst du wieder sammeln. Ist nicht egal, was, brauchst alles. Blau brauchen wir jetzt. Blau und grün. Voll nervig, dieser Wichser. Blau könntest du einen easy kriegen, ja, du willst eine Kombo machen, oder? Ich mach nochmal Not. Ja, das ist doch bloß. Ja. Annika könnte richtig geil heilen jetzt, weil der dritte Reihe sind 4 grüne. Göttliche, siehst du? Richtig sexy. Sexy, nice. Sexy. So, Mike, jetzt einfach real. Jetzt sinnvoll war. Die ganz geil, weil wir nur noch einen, wenn es geht. Ich hab nicht mehr viel. Wenn, ja, nur wenn es geht. Aber geht gerade nicht, oder? Okay. Okay, den kriegen wir auf jeden Fall down. Wenn jetzt nicht noch eine übelste Überraschungsattacke kommt. Soll er doch seine Zusatzzüge machen. Das ist doch alles. Kann auch nochmal. Ja, ist immer wichtig. Schön nochmal 6 Schaden. Ja, mach halt deine Zusatzkarte. Oh, Leute, ey. Sind wir da durch? Nein. Wieder angreifen. Immer schön 6 Damage. Ja, manchmal hält er sich. Zucker. Ne? Ja, ist schon egal. Irgendwann sind ja auch seine Dinger aufgebraucht. Der hat ja teure Kosten da. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ja, was halt geht, ne? Sich gar nicht. Das gewinnt. Wir wollen nur gewinnen. Nordmeteor würde ich gerne machen zum Abschluss. Und Rot haben wir schon verhältnismäßig viel. Guck mal, Rot und Gelb. Ja, Rot brauchen wir trotzdem 6. Ja, wir haben aber schon 4. So. Sammeln wir noch ein bisschen Gelb und dann machen wir. Würde ich auch sagen, Meteor. Ja. Und dann haben wir ihn gefinished. Nimmst das Feld genau in der Mitte richtig arrogant. Das bringt dir doch gar nicht. Das ist egal, ja. Zack, down. Er hat zwar noch mal ein bisschen abgezogen zum Ende, aber war alles cool. Ihr seid alles wirklich großartige Krieger. Obwohl ihr keine Wikinger seid, habt ihr das Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, da habt ihr eure Belohnung. Oh, das Buch von Boreas. Ein außergewöhnlicher antiker Voliant, der unter Druck einen kühlen Kopf bewahrt. Noch ein Buch von Boreas? Was hat das zu bedeuten? Das ist ein einzigartiges Artefakt, von dem es nur ein Exemplar geben kann. Und doch ist es möglich. Wenn es sich dabei tatsächlich um das Buch handelt, das Fräulein Sari in der kaiserlichen Bibliothek entdeckt hat, muss es eine Version davon in jenem Zeitalter geben. Euer Exemplar ist das aus der Zukunft, doch tatsächlich sind die beiden ein und dasselbe Buch. Fürst Nott, ich bin schwer beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass ihr eurem Volk ein großartiger König gewesen wärt, hätten die Dämonen den großen Krieg gewonnen. Danke. Aber was bringt ein weiteres Exemplar desselben Buches? Wir brauchen das Fragment des Eises des Magischlüssels und Ruby meinte, wir würden es hier finden. Ich weiß nicht, wo das Fragment ist, aber dieses Buch müssen wir zu Anarchivar Lago zurückbringen, koste es, was es wolle. Aber warum? Ich hätte so gern mein eigenes Eisbuch. Wenn wir es nicht zu ihm zurückbringen, ändern wir quasi den Lauf der Geschichte. Ich werde weder das Buch in der Bibliothek finden, noch die Magi-Ruin auf der verfluchten Insel besuchen. Also werden wir uns niemals kennenlernen. Die Folgen sind unabsehbar.
Sie hat recht, Fräulein Annika. Ein solches Risiko dürfen wir nicht eingehen. Ich will auch nicht, dass sie verschwindet, Sari. Ich glaube, wir sind Lago im Wikingerdorf begegnet. Lasst uns zu ihm gehen und ihm das Buch geben. Danach setzen wir unsere Suche nach dem Fragment des Eises fort. Was? Diese Fremdlinge sagen... Was diese Fremdlinge sagen, ergibt absolut keinen Sinn. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was ihr gesagt habt. Ihr wisst gar nichts, John Schnee. Ja, das hat noch gefehlt. Ja, ja. Sehr gut. John, ich fürchte, wir haben den Lauf der Geschichte bereits zu sehr beeinflusst. Aber das ist vermutlich nichts im Vergleich zu dem, was passieren wird, wenn wir den Magischlüssel benutzen. Boah, jetzt haben wir so ein Buch, ey. Mir ist noch nie ein Mensch wie Sari begegnet. Sie scheint nicht zwischen Menschen und Dämonen zu unterscheiden. Sie findet beide untersuchenswert. Schön, doll. Verliebt. So, also wir haben immer noch keinen Magischlüssel und das ist alles ziemlich doof. Die Truhe geht immer noch nicht auf da oben, oder? Ja, guck das mal. Ist... Geh mal gucken. Nee. Okay. Und ja, wir haben jetzt noch ein weiteres Buch. Wie auch immer, ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wo wir jetzt lang müssen, was wir jetzt tun sollen, um noch dieses Fragment zu bekommen. Wir gehen erstmal zu Lago, aber das im nächsten Part. Dieser Part geht schon lange genug. Ganz wichtig, Leute. Bleibt cool. Bis dahin, Schausen.